Zum ersten Mal seit 12 Jahren ist die Fußball-Bundesliga so spannend wie lange nicht mehr. Dortmund hat die Tabellenführung von den Bayern übernommen und könnte tatsächlich deutscher Fußballmeister werden. Die BVB-Fans feierten ausgelassen auf dem Borsigplatz den 3:0-Sieg auswärts beim FC Augsburg. Am letzten Spieltag kommenden Samstag könnte sich damit der Traum erfüllen, den Rekordmeister vom Thron zu verdrängen. Für die Münchner ist es dagegen ein Scheitern nach dem anderen. Nach der Niederlage zu Hause gegen Leipzig droht eine titellose Saison für den Rekordmeister, ausgeschieden im DFB-Pokal, der Champions League und nun der vermeintliche Verlust der deutschen Fußballmeisterschaft. Eine herbe Schlappe für das Millionenensemble. Mehr über diesen 33. Spieltag am Ende der Welt am Morgen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.